Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus der neuen Zone Serra Mortis. Und zwar haben wir einmal hier das Mount Geduldiger Bophonit. Und dieses bekommen wir über ein paar Quests. Es sind insgesamt 7 Quests, die ihr erledigen müsst. Diese könnt ihr aber nicht an einem Rutsch quasi machen, sondern an 7 verschiedenen Tagen müsst ihr die erledigen. Ihr könnt jeden Tag eine Quest erledigen. Zwischendrin könnt ihr natürlich selbstverständlich ein paar Tage auslassen, aber wenn ihr schnell haben wollt, müsst ihr am besten 7 Tage im Stück das machen und dann habt ihr euer Mount. Was müsst ihr für diese Quest quasi als Voraussetzung haben? Wir müssen einmal uns hier in Serra Mortis das Lager freispielen. Das habt ihr auf jeden Fall komplett, wenn ihr die Kampagne auf bis zu Strang 3 gespielt habt. Und dann habt ihr hier einen Mob stehen, der heißt Avanna. Und die gibt uns eine Quest, die schimpft sich der vergrabene Bophonit. Und die nehmen wir an und dann geht schon los. Wir müssen dafür nämlich diesen Vespid-Honig besorgen. Und diesen Vespid-Honig, den bekommen wir einmal hier von diesen Vespid-Viechern einfach ein paar umklopfen, bis wir 15 Vespid-Honig haben. Diese Quest geben wir dann einmal wieder bei dem NPC ab. Der steht hier hinten, oder die besser gesagt, ist wahrscheinlich weiblich. Hier einfach im Lager. Ich kann auch nochmal die Koordinaten euch sagen. Das ist auf 3465. Und dann habt ihr quasi schon die erste Quest für den ersten Tag abgeschlossen. Am zweiten Tag müsst ihr dann 30 schattenhafte Rippchen besorgen. Die könnt ihr einfach im Auktionshaus kaufen, die kosten nicht sonderlich viel. Am dritten Tag brauchen wir dann Schleierstoff, den gibt es auch einfach im Auktionshaus zum Kaufen. Ihr könnt ihn natürlich auch selber farmen. Dann am vierten Tag brauchen wir 10 elysische Tade. Am fünften Tag brauchen wir das Protofleisch, das ist quasi das neue Fleisch, was ihr von den Wildtieren hier aus der Zone bekommt, könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen. Und für Tag 6 und 7 wird es jetzt interessant. Tag 6 brauchen wir katalysierter Apfelkuchen. Und diesen katalysierten Apfelkuchen bekommen wir bei einem NPC. Und zwar dieser NPC ist Maitoa und die ist auf den Koordinaten 58, 49. Das ist hier oben im Lager. Ich kann es euch auch mal kurz auf meinem zweiten Account zeigen, da stehe ich schon. Und zwar seht ihr, wir haben hier diesen Lagereingang. Also wir sind jetzt hier oben in dem anderen Lager und hier am Eingang dran steht quasi Maitoa und die verkauft uns 5 katalysierte Apfelkuchen. Die müssen wir einfach kaufen, kosten 3 Gold irgendwas und dann können wir quasi für den 6. Tag das Ganze schon abgeben. Und dann für den letzten und 7. Tag, wo ich mich heute befinde, brauchen wir eine Biomelone. Und diese Biomelone bekommen wir aus dem Dungeon Tazavesh. Da könnt ihr ab nächster Woche auch im HC euch übers Dungeon-Tool anmelden und einfach quasi so im HC rein. Diese Woche ist es tatsächlich noch so, dass es nicht offen ist, man muss da im Mythic rein. Ist aber kein Problem, ihr braucht keine Gruppe dafür, denn ich war da vorher schon drin und jetzt machen wir hier mal den Sound aus. Kann ich euch mal zeigen, wo das genau ist. Also ihr lauft hier in die Instanz rein und dann müsst ihr gar nicht weit laufen. Hier links haben wir einen Händler und der nennt sich Obstverkäufer und der hat die Biomelone, wie ihr seht. Da müsst ihr einfach eine kaufen. Ja, die kostet 100 Gold, aber ich denke mal, die 100 Gold werdet ihr bereit sein zu zahlen, wenn es dafür ein schickes Mount gibt. Und sobald ihr euch das Ding noch geholt habt, könnt ihr dann diese Biomelone abgeben und das habe ich jetzt hier den letzten Schritt. Und sobald wir die abgeben, müssten wir eigentlich dann gleich das Mount bekommen können. Übrigens, wenn ihr euch fragt, dieses Frame, das ich hatte, wo mir diese ganzen Schritte angezeigt wurden, das ist ein Add-on, das nennt sich Shadowlands oder Handy Note Shadowlands, so rum. Und das zeigt euch alle möglichen Sachen hier auf der Map auch an. Ist eine praktische Sache, vor allem wenn ihr ein Collector und oder Sammler seid, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Da seht ihr auch, auf welchem Schritt ihr quasi seid, beziehungsweise bei mir ist es jetzt einmal weg, weil ich quasi alle 7 Schritte durch habe. Und ja, ihr seht jetzt, als letztes bekommen wir tatsächlich noch eine Quest, da gibt es dann das Mount für, annehmen, abgeben und dann haben wir auch schon das Mount eingetütet. Da haben wir den geduldigen Bophonit, den lernen wir jetzt einmal und würde ich sagen, schauen wir uns das Ding auch an. Geduldiger Bophonit, da haben wir einen, also das ist so ein Frosch. So, der ist relativ groß sogar, muss ich sagen. Also so ein metallischer Frosch mit hier so ein bisschen Schimmer am Bauch, würde ich jetzt mal sagen. Hals, Bauch, alles eins. Und ja, machen wir mal so ein bisschen das Mount Special, ihr seht, Mount Special, wenn man drückt, ist relativ lang, dann kommt hier so ein Flugviech, das schnappt er sich, futtert's und ja, eigentlich eine coole Sache, können wir noch ein bisschen rumhüpfen mit dem, diese Frosch-Models gibt's ja schon ein bisschen länger, ich glaube, die sind reingekommen mit BFA, da gab's mal welche für eine 500.000 zu kaufen und seitdem gibt's quasi diese Frosch-Models, aber jetzt haben wir nochmal so eine coolere,
ich weiß nicht, ob das steinmechanisch ist, aber auf jeden Fall so ein bisschen coolere Version davon. Und ja, damit sind wir durch mit einem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und ja, wenn ihr noch mehr Mount Guide Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Unter anderem zu dem anderen Mount, was ich am Anfang gesehen habe, habe ich auch schon ein Video gemacht. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.